Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin. Ein herzliches Willkommen zu Folge 31 von Ein Team, ein Podcast. Heute haben wir den Löwen zu Gast, von dem sein Teamkollege Patrick Rötzky nach der letzten Folge sagte, er habe noch nie jemanden kennengelernt, der so gerne und so viel redet. Auch deshalb freue ich mich riesig zu sagen, herzlich willkommen, Maid Patreil. Ja, guten Tag. Müssen wir uns auf eine Rekordfolge einstellen heute? Ich weiß nicht, wo das Sony das nimmt. Ja klar, jemand muss auch reden in der Kabine, wenn alle anderen in Handy stehen, aber Geil. Das weiß ich nicht. Gucken wir, wie lange das dauert denn. Die Messlatte liegt relativ hoch. Bisher Rekordhalter Gudjon Valo Sigurdsson mit 1 Stunde und 41 Minuten, wobei wir das bei dem nicht erwartet hätten, dass der so viel redet. Okay, ich glaube nicht, dass es so lange dauert, aber das weißt du nie. Also, aber trotzdem auch hier nochmal absolute Hörempfehlung für die nassen und kalten Lockdown-Abende, die Folge mit Gudjon Valo Sigurdsson. Da sind wir auch schon beim Thema. Hört euch gerne auch noch die übrigen Folgen an, abonniert uns auf allen erdenklichen Kanälen, gebt uns auch Feedback und erzählt vor allen Dingen allen Bartträgern von dieser heutigen Folge. Jetzt geht's los mit der ersten Kategorie. Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live. Wie immer, zeitliche Einordnung für unsere Zuhörer. Es ist Montag, es ist ein Tag nach Valentinstag, leider aber auch ein Tag nach unserer Niederlage gegen Frisch auf Göppingen. Woran hat es gestern gelegen, dass wir verloren haben in Göppingen? Ja, das ist, wir haben viel falsch gemacht, muss ehrlich sagen. Wir waren erst nicht richtig bereit. Das Göppingen hat einfach viele einfache Tore erst halbzeit bekommen. Ich finde, natürlich finde auch Deckung war nicht so aggressiv wie vorher. Und Angriff haben wir auch nicht so gute Lösung gefunden. Darum ich würde sagen, das ganze Kompakt war nicht gut von uns gespielt. So, wir haben so viele Fehler gemacht und auch wenn wir zweite Halbzeit zurück zum Spiel gekommen sind, hat Ende immer gefehlt, dass diese richtigen Entscheidungen. Also wenn wir ins Spiel waren, dann haben wir nochmal 2-3 dumme Fehler gemacht und Göppingen hat einfache Tore bekommen. Sie mussten auch zweite Halbzeit nicht so viel zu tun, dass meistens unsere Fehler haben für sie Tore gemacht. Und ja, ich glaube, ja, das ganze Spiel war Göppingen ein bisschen besser vorbereitet, als wir waren. Es wird nicht einfacher. Jetzt dann erstmal zweimal internationale Spiele, morgen und übermorgen. Und dann geht's in der Bundesliga nach Berlin zu den Füchsen. Das wird auch ein heißer Ritt, oder? Ja, klar. Berlin hat auch war gute Serie. Und jetzt haben sie einmal verloren. Natürlich sind sie auch heiß. Und ich glaube, für beide Mannschaften ist das ein ganz wichtiges Spiel. Das für beide geht für viel das Spiel. Wer gewinnt, das sieht ein bisschen besser aus, dann wenn du verlierst. Beide haben jetzt ein bisschen zu viele Spiele verloren und das Spiel dürfen nicht mehr verlieren. Bist du ein Statistikfan? Ich selber gucke nicht so gern Statistik, okay. Oder darum, ich weiß nicht, was jetzt kommt, dass wie oft wir haben gewonnen oder verloren gegen Berlin oder was, oder? Ah, okay, also ja, so soll ich es dir lieber nicht sagen? Sage ich mir so, bei mir macht das keinen Eindruck oder irgendwas. Für meinen Kopf ist das egal, sage ich mir so. Dann geht's ja noch. Wir haben tatsächlich die letzten 5 Ligaspiele in Berlin alle verloren. Dazwischen gab es noch einen Pokalkrimi mit Verlängerung. Es wird also höchste Zeit, dass wir diese Serie beenden. Glaubst du, dass es im Kopf eines Handballers tatsächlich auch so ein bisschen so dieses Angstgegner-Phänomen gibt? So, dass es da so ein bisschen, dass man dann da aufläuft und irgendwie so Flashbacks bekommt und aus irgendeinem Grund dann da einfach nicht das abrufen kann, was man normalerweise abruft? Ja, hier, ich höre das oft, dass auch Erlangen war und so und Leipzig und so, dass haben sie immer Probleme gehabt. Und ja, eine schwere Frage natürlich, dass oft passiert das auch, dass wenn du so sagst,
ich weiß, in Hannover seitdem, wir hatten auch immer gegen Löwen, wir hatten viel Probleme. Wir haben immer erste 10 Minuten, wir haben immer 5-6 Tore hinten gelegt und so. Wir waren immer bereit, aber hat immer passiert. So. Ich selber denke nicht, dass viel Kopfsache ist. Oder ich denke nicht nach, dass wir haben vorher 5-mal verloren oder 5-mal haben wir dort nicht gewonnen und so. Dass, ich finde, dass immer neue Spieler und neue Trainer und so, das neue Mannschaft, das ist alles neu. Das kannst du nicht sagen, das muss nochmal so passieren, wie vorher passiert hat. Darum, ich denke nicht so viel nach über das. Darum, ich kann nicht so viel über diese Sache sagen. Das klingt in dem Fall ja sehr, sehr gut, dass du da nicht so viel drüber nachdenkst. Ja. Was habt ihr euch vorgenommen für, als Mannschaft für die restliche Ligasaison? Alles zu gewinnen, oder? Oder das ist mein Ziel. Ich glaube, die Mannschaft hat diese Ziele, dass jedes Spiel muss 100% reingehen und Maximum rauszuholen. Und ich glaube, wenn wir 100% und unser bestes Spiel, können wir auch alle schlagen. Ich glaube, Rainer Klöver. Das heißt, ihr habt euch aber jetzt kein Ziel gesetzt. Es muss es soll auf jeden Fall noch die European League, Champions League. Ich glaube, über Meisterschaft brauchen wir nicht mehr sprechen. Nein, das haben wir jetzt nicht mehr geredet. Ich glaube, alle wollen Maximum rausholen und ich glaube, letztes Jahr war auch nicht so ein gutes Jahr. Natürlich, halbe Saison hat abgebrochen und so. Ich hoffe, dass wir dort oben noch mitspielen können, aber ja, wenn du realistisch bist, dann nach diesem gestrigen Spiel, diese Chancen sind ganz geringend, das ist ganz wenig Chancen hast du dort irgendwas zu holen. Darum muss man Spiel zu Spiel gucken, ich glaube. Ist es für euch nochmal eine extra Motivation, eurem scheidenden Coach Schwalbe einen tollen Abschied zu bescheren? Ja, ich glaube, ja klar, jeder, ich glaube, will nochmal zeigen und ich glaube, für ihn ist auch gut, das Ende Maximum herauszuholen und ich glaube, jeder will auch und ich weiß nicht auch, wie bei mir weitergeht und so. Darum ich will auch alles so geben und gucken, wie weit wir kommen hier mit dieser Mannschaft. Wie hast du persönlich die Entscheidung aufgenommen von Martin Schwalb, der gesagt hat, er bleibt nicht bei den Löwen? Weil du hast ja von Martin sehr schnell auch eine tragende Rolle im Team bekommen. Sagen wir, das war eine ganz große Überraschung für mich. Aber ich verstehe, dass diese Entscheidung, was er getroffen hat, gerade in diesen Pandemie-Zeiten ist immer schwer, wenn du so weit von Familie bist und so. Das kenne ich auch selber ein bisschen, dass, ja, sagen wir so, hier hast du wenig Leute, ich kenne und so. Und ich hatte, meine Familie ist in Estland und darum war natürlich kurz war ein kleiner Schock, aber wenn du startest so ein bisschen denken und so, dann startest du verstehen, warum das er macht das und ja, das gerade. Wir leben nicht normale Seiten, müssen wir auch sagen. Das gerade ist alles anderes und müssen wir auch solche Entscheidungen akzeptieren. Um die Frage kommen wir natürlich auch nicht ganz drum rum. Du hast jetzt gerade schon mal ganz kurz auch was angedeutet. Wirst du denn über den Sommer hinaus auch ein Löwe bleiben? Ja, ich würde gern bleiben, aber na, wie immer, diese Topic mit Corona ist immer schwer, dass niemand weiß, wie weitergeht, was passiert und so. Darum wissen wir noch nicht. Bis jetzt haben wir ein bisschen Kontakt gehabt, aber ist ein bisschen schwer. Und jetzt nochmal, wenn kein Trainer hier ist und so, kannst du auch nicht irgendwas warten, dass jemand Ja oder Nein sagt. Dass ich glaube, sie müssen erst Trainer suchen und dann können wir nochmal über diese Topic reden. Kannst du nicht Spielertrainer machen? Ja, gern. Ich habe kein Problem mit dieser Sache. Aber ich glaube, aber ich hoffe noch 2-3 Jahre spielen. So. Also wir würden uns sehr freuen. Du bist ein einmaliger Typ. Wir haben dich direkt ins Herz geschlossen. Obwohl natürlich, es ist keine normale Situation, wie du schon gesagt hast. Es ist diese Nähe, die man normalerweise auch so ein bisschen aufbaut zur Mannschaft, die ist dieses Jahr überhaupt nicht möglich. Gerade für euch Neuzugänge, auch Lukas und Co., Albin, das ist natürlich nicht ganz einfach momentan, aber trotzdem würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir dich weiterhin im Löwentrikot sehen werden, aber wie du schon sagst, es liegt in nicht in unserer Hand, ne? Mal gucken, ob du dich bei den Löwen noch genauso wohlfühlst, wenn wir die nächste Kategorie hinter uns haben. Das ist nämlich die gefährlichste Kategorie bei Ein Team, ein Podcast. Da haben wir nämlich Fragen von Mitspielern für dich. Opa,
Das ist, gucken wir, wie viele Freunde bleibt hier. Löwen fragen Löwen. Ja, in dieser Kategorie stellen Spieler, Trainer, Fans und sehr gerne auch sportliche Leiter ihre dringendsten Fragen. Los geht's mit dem vielleicht größten Angler aller Zeiten. Lieber Maid, es ist ja bekannt, dass du sehr großen Bierdurst hast. Welche der Biermarken schmeckt dir denn am besten und wie bist du auf unser Wälder aus der Region zu sprechen? Viele Grüße, dein Kohli. Ja, guter Start, sagen wir so. Ja, ich habe nach dem Spiel und so, glaube jeder Sportler trinkt ein, zwei Bier gern. Und ja, ich bin, wenn ich zu Hause kaufe oder hier in Mannschaft kaufe, dann meistens ich regional Bayern ich kaufe. Also, das mag ich gerade meistens oder bestens. So, schmeckt bestens gerade. Darum, ja, das ist so. Und über Wälder, ja. Erste Woche, wir hatten das in Kabine. Ja, ist okay. Das ist auch schön. War nicht so dein Fall, oder was? Ja, kannst du trinken. Okay, wir belassen es dabei. Ich kenne mich mit Bier leider gar nicht aus. Ich trinke tatsächlich unheimlich wenig Bier. Wenn ich Bier trinke, dann so dunkle Kellerbiere. Das finde ich ganz lecker. Aber so ein normales Pilz oder was? Also, was ist deine Lieblingssorte Helles. Von Bier? Helles. Helles. Okay. Naja, das ist also. Es ist ja zumindest noch relativ mild, aber ich kann so Pilz oder so, das kann ich ehrlicherweise gar nicht trinken. Wir haben eine Frage von the one and only Uwe Gensheimer. Hi Mate, Uwe hier. Erklär doch mal den Leuten da draußen, warum du in Rauenberg schon so berühmt und berüchtigt bist und warum die Leute nach Sagen zufolge schon die Straßenseite wechseln, wenn du Gassi gehst mit deinem Hund. Das bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, das hat ein bisschen mehr, erst in Hannover hat das schon passiert und dann ein bisschen hier gesehen. Und ja, dann Baller wohnt auch in Rauenberg, hat das ein bisschen weiter gesehen. Das jetzt in Rauenberg passiert das auch. So, ja, ich gehe gerne draußen mit kurzer Hose und Flipflops und Kapuze an und ja, ich habe auch so goldene Retriever Hund, so ein bisschen größere. So Leute gehen meistens andere Seite, wenn sagen wir so nachmittags oder so sehen, dunkel ein bisschen sehen die solche Leute oder so ein bisschen größere Leute. Das, darum, ja, aber das auf Hannover war das erst so passiert und das habe ich hier natürlich in die Kabine gesellt und natürlich ja, hat Balle das. Story weiter hier gesellt, dass in Rauenberg passiert das auch jetzt so. Aber wenn ich jetzt abends rausgehe, ich sehe niemanden so. Ich weiß nicht, wie kann das passieren, aber das war mehr in Hannover. Diese. Ich dachte jetzt erst, das lag an dem Hund, aber wenn du einen goldenen Retriever hast, dann ist ja. Ist ein ja, lieber Hund. Der sieht dann noch nicht mal gefährlich aus. Nein, aber ich glaube ja, dass Dunkelheit und Kapuze und jemand mit Flipflops im Winter, das sieht nicht so gut aus. Oder? Also ich sag dir jetzt mal ehrlich, wir haben jetzt hier gerade auch irgendwie Minus gerade. Da gehst du mit kurzer Hose und Flipflops raus mit dem Hund? Morgens ja. Abends mache ich schon jetzt. Aber wenn du ausstehst, du hast keine Lust zu Socken anziehen. Das dauert zu lang. Du nimmst Kaffee mit und nimmst den Hund mit und gehst spazieren. Hund muss raus, oder? Du rennst mit einer Kaffeetasse draußen rum oder was? Jetzt und ja. Früher ja nicht. Ist das nicht dein Ernst, ey? Ich gehe zu Weinbergen, dort ist keine Leute. Wie geil ist das denn? Also tatsächlich werde ich von meinen Nachbarn hier auch schief angeguckt, weil dadurch, dass ich selbstständig bin und eigentlich nie vor 10, 11 Uhr aufstehe, jeden Tag, sind dann die jetzt im Homeoffice sind, die sehen dann auch, wie ich mit dem Hund gehe. Und dann habe ich auch kurze Hose an, obwohl es kalt ist, aber ey, bei Minusgraden und noch mit Tasse Kaffee in der Hand, wundert es mich. Aber ich komme aus Estland, dort wir haben immer Minusgraden. Ja, das habe ich mir gedacht, dass es daher kommt. Gehst du auch in so Kältekammern, die so minus 100 Grad haben und sowas? Ah ja, die Sauna meinst du, diese Eissauna. Und? Das habe ich in Hannover gemacht, ja. Echt? Wir hatten so Sponsor und so, das war boah. Gut. Nach dem Spiel und so, das hat ganz gut Körper gemacht. Aber dort bist du nicht so lange drin, das war irgendwie nur 4-5 Minuten und bist du bis 100, minus 120, ich glaube, Ende.
Also das gut, dass wir sowas bei den Löwen nicht haben, weil es gibt ja zwischen Andi Schmid und Uwe Gensheimer schon einen normalen Saunastreit. Ich will gar nicht wissen, wie das in so einer Eissauna wäre. Dann wäre wahrscheinlich... Ja, ich habe jetzt Andi kennengelernt in Sauna. Das, ja, ich will nicht kommentieren. Das. Wieso? Stimmen die Gerüchte, ja, dass er da ein bisschen weicheierig ist oder was? Ja, weicher ist, ja, können wir auch so sagen. Ich würde freuen, wenn ich so sage. Die erste Frage von den Fans, vielleicht würdest du sie jetzt anders beantworten nach der Frage von Uwe gerade, ist, wie findest du Uwe? ich habe kein Problem mit ihm. Darum, er macht das Kapitänsjob gut. Gerade wir haben auch drei verschiedene Kabinen. Und er ist in meiner Kabine, so wir kommen gut klar und hast auch ein bisschen mehr kennenlernen zu können. Darum, wir sind diese andere Kabine, diese Leute kannst du nicht so gut kennenzulernen wie alle anderen. Darum, du sitzt auch nach dem Training öfter in der Kabine, länger und so. Und Uwe gehört da auch dazu. Und ja, was kann gerade nichts über Negatives sagen, sagen wir so. Vielleicht kommt das noch, aber bis jetzt ist alles gut. Vielleicht, offensichtlich seid ihr, was die Sauna angeht, ja schon mal auf einer Wellenlänge. Joshua fragt, mit welchem Mitspieler verstehst du dich am besten? Ja, ich habe erst mit Lexi ganz gut verstanden. Darum, er hat auch in Rauenberg gewohnt. Und wir haben auch Sommer ein bisschen ein, zwei Mal gegrillt und so. Das war natürlich schade, dass er hat jetzt gegangen und so. Aber meistens kommen mit... Alle Spieler immer gut, klar. Und ja, hier gerade kannst du auch Freizeit nicht so viel zusammen machen. Darum ist es auch schwer, so irgendwas so richtig näher zusammen oder irgendwas so kennenzulernen oder irgendwas so. So Restaurants gehen oder so, das gerade kannst du nicht machen, wie früher war. Darum hier mit wem bist du in der gleichen Kabine? Ich glaube, ja, redest du ein bisschen mehr als andere Leute. J. Häfliger fragt, wie viel müsste man dir bezahlen, dass du dir deinen Bart abrasierst? ja, das muss so ein großes Summen sein. Dass, ich bin ja ein bisschen so, ich mache erst Bart schön, dann meine Haare schön, darum muss ich ehrlich sagen. Und Bart ist ganz wichtig, dass wenn ich Bart weg ist, ich finde ich ja, richtig jung aus und so Babyface mag ich nicht. So, darum Bart muss bei mir sein. Aber für welchen, wenn wir mal nicht über Geld sprechen, für welchen Titel würdest du ihn dir abrasieren? Ja, ich hätte es aber erst haben wir auch hier gefragt, dass in Hannover eben gesagt, wenn wir in Champions League spielen, das, aber dort hat das nicht passiert. So. Und hier, ja, schwer zu sagen. Ich würde hier in dieser Mannschaft, ich glaube, Potenzial ist da. Ich würde nicht solche Wetten machen, darum ich bin auch realistisch und ich mache, sonst muss so ein diese Prozent, das falsch geht, muss schon ganz hoch sein. Ja, weil mit Andi Schmid solltest du wetten dann, weil Andi Schmid nimmt jede Wette an. Egal, auch wenn er die auf jeden Fall safe verliert, Andi Schmid nimmt jede Wette an. Deswegen hat er ja gegen Mess Mensa verloren und hat auf einmal blonde Haare, wie du dich vielleicht daran erinnerst. Weiß ich. Letztes Jahr. Okay, dann muss ich mit ihm ein bisschen mehr reden. Dass, Du musst mit Andi Schmid wetten, weil das sind sichere Wetten. Die gewinnst du zu 100%. Das ist gut. Es ist nicht möglich, gegen Andi Schmid eine Wette zu verlieren. Danke für den Tipp, dann mache ich das. Nächste Tage. Nächste Frage, ich muss ich gestehen, mache ich immer ungerne, aber in dem Fall mache ich es mal. Frage von Rometone oder Rometone, die ist nämlich nicht auf Deutsch und ich weiß natürlich nicht, was es bedeutet. Hoffe jetzt, dass ich dich nicht beleidige oder sowas, wenn ich das jetzt vorlese. Kuna Polva Tulet? Ja, wann ich nochmal in meine Heimat komme, ist das Frage. Also ich habe das gegoogelt, wann leuchtet das Knie, war übrigens. Ja. Tatsächlich, doch, guck mal, wenn ich jetzt hier, ich kann das zeigen. Also ich habe hier bei Google, habe ich das eingegeben, Kuna Polva Tulet und dann war auf Deutsch, wann leuchtet dein Knie? Ja, Polva ist meine Heimat, Heimstadt, Heimland. Ach so. Und das, wenn du Google Translate machst, das ist das ja auch. Oft sagt das Knie. Darum, ich glaube, war das dein Übersetzung. Also leuchtet so. Dein Knie nicht. Dein Knie leuchtet nicht. Nein. Aber. Was denn? Okay, wann bist du denn mal wieder in deiner Heimat? Ja, gerade mit Corona-Seiten ist natürlich
schwer, sagen wir so, dass so reisen und alles. Ich hoffe Sommer, dann meine Schwester heiratet und ich will natürlich dabei sein. Das ist Ziel und ja, gucke mir, dass unser kleiner Mikko auch dabei könnte und muss ich mit Auto fahren oder fliegen, das habe ich noch nicht entschieden, aber das ist Ziel, dass in diesem Sommer ich nochmal in meiner Heimat sind, in Bölva. Wie lange würde man dann mit dem Auto hinfahren? Ja, in Hannover, ich habe öfter das gemacht. Ja, wenn gut läuft, 16 Stunden, wenn schlecht läuft, 20 Stunden. Eieiei. Okay. Ja, da ist ja kein Problem, ne? 20 Stunden Autofahrt. Ja, ich bin Mensch, wer gern Auto fährt, das ist kein Problem für mich. Darum, ja. Bei 20 Stunden würdest du ungefähr 9 ein Team, ein Podcast-Folgen anhören können. Ja, kann ich auch so. Letzte Frage von den Fans von JNBKR. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Boah. Ist das schon das erste Wort? Ja, kann ich auch. Boah. Ist immer schwer, so selber dich beschreiben. So. Besser ist, wenn andere Leute sagen. Okay, ja, dann andere sagen, ich rede so viel, aber das stimmt auch nicht. Patrick Kretzky hat das gesagt. Ja, ich sage, das ist nicht so schwer, hier mehr zu reden, als alle anderen Leute, wenn sie ganz in den Handy sind, aber... Also ich finde das ja gut, ich rede ja auch sehr viel. Ich finde das gut, ich finde das wichtig, wenn man kommunikativ ist. Ich finde auch, musst du ja, mit Leuten reden. Ja, ich glaube, ich bin so ein ruhiger Typ. Mhm. Schwer so. Ich mag viel Sport zu gucken und machen und so. Das Sport ist ganz wichtig in meiner Familie. Und Familie ist ganz wichtig bei mir. Dass meine Kinder und meine Frau plus in Estland meine Familie, dass ich will alles tun, dass diese Leute gut fühlen und gut geht. Das klingt doch cool. Das ist eigentlich jetzt auch die perfekte Überleitung zu unserer letzten und vor allen Dingen persönlichsten und längsten Kategorie. Hier geht es nämlich jetzt um den Menschen hinter dem Bart. Löwen hautnah. An dieser Stelle soll es wie immer persönlich werden. Nimm uns doch einmal mit in die Tage rund um deinen Wechsel zu den Löwen. Das war eine ganz besondere Zeit. Es war mitten in Corona. Deine Frau war kurz vor der Geburt eures ersten Kindes. Waren das mit die aufregendsten Tage in deinem Leben? Ja, war andere Tage, das hast du nie gelebt. Natürlich hattest du viel Stress, natürlich guter Stress. Dass, wenn du nachher nachdenkst, das hat natürlich war schöne Tage, dass alles, was dort passiert ist und so weiter. Ja, das war ein bisschen kurzfristig alles hier. Wir hatten früher so einen Kontakt und so, aber hat. Ja, mit Corona-Seiten ist immer hat so länger gedauert. So, niemand wusste, wie weitergeht und wie lange das dauert. Und darum hat das letzte Sekunde alles passiert. Und ich bin ganz froh, dass alles passiert hat. Natürlich mit Umzug war das natürlich stressig, wenn du ja, kleines Kind dabei hast, Hund und Frau, die gerade Kind bekommen hat. Das war natürlich nicht so viel Spaß in diesen ersten Tagen. Aber jetzt haben wir ganz gut hier eingelebt und ich finde, ja, nachher, wenn du denkst über diese Zeit, ja, kannst du ein bisschen lachen und hattest du gute Seiten oder Lust, oder mit Lust, sagen wir so, schwer, aber war, wenn du nachher denkst, war gut alles, das ist alles gut gelaufen. Vor allem, wenn man, wenn man mit so einem gefährlichen Hund umzieht. Ja, das wird, ja. Nachbarn haben richtig Angst. Wie behält man denn in solchen Momenten die Ruhe? Machst du irgendwie Yoga oder hilft besagter Bierdurst an der einen oder anderen Stelle? Wie habe ich gesagt, ich bin ein ganz ruhiger Mensch. Meine Frau macht viel Kopf über diese Sache. Für sie ist ganz wichtig Sicherheit. Und wenn sie schwanger war und so, dann wir hatten keine Sicherheit. Wir hatten keinen Vertrag und wir hatten erst Ende Mai Vertrag gemacht. Für sie war viel, viel Stress und dann hattest du im Bauch so einen kleinen Mann, der hat viel Action gemacht und so, viele Nächte wach und so. Ja, für mich Ruhe und so. Ich bin oft mit Hund spazieren gegangen und so, das kannst du
in Hannover, das könnte es mir ganz gut machen. Und ja, wenn ich Sport gucke und so, dann machst du auch Gedanken gehen weg. Oder wenn ich Kraft oder Laufen gehe oder so, sportmäßig machst oder so, dann denkst du nicht so viel nach über die Sache und bist du dann 2-3 Stunden in eigene Welt und dann ist das auch ein bisschen so Erholung, können wir auch sagen. Mhm. Mittlerweile seid ihr aber schon auch heimisch geworden hier bei uns in der Region oder macht euch da Corona noch einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung? Ja, in Weinbergen, ich bin ganz guter Freund jetzt schon, muss ich sagen. Bin jeden Tag mindestens 2 Stunden spazieren da, darum kenne jede Ecke da. Ja, wir waren auch Menschen, wir haben oft in Restaurants gegangen und so und darum hier haben wir das Möglichkeiten bis jetzt nicht gehabt. Es ist ein bisschen ländlicher als Hannover, oder? Ja, nur ein bisschen. Ja, natürlich, das fehlt auch Freunde und so weiter, das gerade darfst du mit einer Person treffen und so. Darum hast du ja besondere Seiten, aber darum hast du ganz ein bisschen mehr Zeit mit Familien bringen, können wir zusammen mit Hund und Kind spazieren gehen, hast du auch Vorteile. Darum, wenn du willst Restaurants oder so offen sein, ich glaube, willst du auch ein bisschen öfter irgendwo Freunde oder Mannschaftskollegen irgendwo essen gehen und natürlich vermisst du das, aber ist auch schön, jetzt Zeit mit Familien zu bringen. Es wäre ja woanders ja auch nicht anders, ne? Das ist ja immer der Punkt. Ja, das ist ja. Aber bist du jemand, der sich viele Gedanken um sowas macht? Also machst du dir Gedanken, wie lange geht Corona noch? Oder bist du da auch einfach einer, der sagt, ich lasse es auf mich zukommen und reagiere dann drauf, wenn ich was weiß? Ja, ich bin so ein bisschen lockerer Typ, muss ich ehrlich sagen. Bei uns ist auch ein bisschen lockerer die Sache in Estland. Dort kannst du schon viele Sachen machen. Dann, wenn du alles hörst, was deine Freunde machen und so, dann natürlich nervt ihr. Ich finde nur, ich mache nicht so viel Gedanken und so, aber ich finde, mach alles auf, mach alles zu, Ende, vorbei. Das, jetzt ist so lange gedauert, dass diese Sache. Und ich glaube, wir haben ein bisschen falsch erst umgegangen mit dieser Sache. Diese halb zu machen, nur 2-3 Monate und dann nochmal aufmachen und so, dass. Ja, das ist nicht mein Problem, sagen wir so. Und darum, ich hoffe, dass bald ist vorbei und können wir normales Leben weitergehen. Und ich kann auch hier mit diesen vielen Zuschauern zu spielen, dass, wenn du hier kommst, dann freust du auch über solche Sachen. Und ja, mit Sommer, ich kann Estland fahren und meine Freunde sehen. Und das, ich mache nicht so viel Gedanken. Ich hoffe, ja, nur ich hoffe, dass bald vorbei ist. Oder alle Impfstoff haben oder ja. Keine Ahnung, was vorbei ist. Hoffen wir mal, dass Impfstoff der Schlüssel ist, um das Ganze irgendwann zu beenden. War es dann auch die... Das wissen wir noch nicht, aber ich hoffe auch. Ja, wir wissen es ja eh nicht. Also wir müssen, wie du schon sagst, wir sind da ja voll in der Hand von Leuten und wir haben eh keine Chance. War es denn so ein bisschen auch die Corona-Langeweile, die dich dazu gebracht hat, dir endlich jetzt auch mal einen Instagram-Account zuzulegen? Ja, das war sicher ein Grund. Aber ich habe vorher gesagt, hier in Kabine musst du so mit, wenn du mit jemandem zu reden willst, musst du über Handy reden, so, weißt du, darum, ich musste auch machen. Nein. Aber willst du jetzt der große Influencer? Nein, das würde ich nicht sagen. Können Sie auch mein Profil gucken, dort ist nicht so viel gemacht. Ich will nur dabei sein, dass ich will nicht, wenn andere Leute in Training kommen und reden irgendwas, dass ich will auch wissen, über was sie reden und darum habe ich das auch gemacht. Ich folge dir jetzt auch gerade. Ich sehe gerade 686 Abonnenten schon. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dieser Podcast-Folge der ein oder andere dazukommt. Ja, wenn sie das mögen, was ich heute hier rede, das sehen wir dann nachher. Ja, davon gehe ich ja jetzt mal fest aus. Schauen wir mal auf deine bisherige Löwenzeit. Wer kann dir denn beim Biertrinken das Wasser reichen? Ich glaube alle. Nein, was meinen Sie, wer kann schneller trinken? Nein, ja, wer verträgt denn genauso viel? Genauso viel? Wir haben nie probiert, wir hatten nie richtige Möglichkeiten. Also der Hintergrund der Frage ist, du hast offensichtlich einen bleibenden Eindruck als Firebeast beim Trainingslager hinterlassen. Okay, ja. Wann ich feiere, dann war er richtig, kann ich auch so sagen.
jetzt bist du auch nicht die Jüngste mehr, dann hast du auch nachher 2-3 Tage, wo musst du Regeneration machen. Und das nach dem Trainingslager war ganz gute Möglichkeit, denn ja, ich finde, wenn du neue Mannschaft oder so, dann musst du auch das machen, was Mannschaftskollegen sagen. Und, ja, dort war auch viele Schotz oder Bier, was musstest du auch trinken und ja, dann war auch so, das musstest du auch ein bisschen tragen. Was war für dich das Highlight beim Trainingslager? Also das war ja offensichtlich kultig. Ja, ich finde das war ganz geil, dass mit Corona-Seiten war nicht so viel so möglich zu machen. Wir haben ganz gut das in Ischgl gemacht und ja, Highlight. Ich finde das war cool, das alle zusammen gemacht und ja, wir hatten einen coolen Abend. So. Ich will da nicht so die richtigen Details reingehen, was dort alles passiert oder so. Das gehört nicht dazu. Von Mannschaftabend ist, das bleibt in Mannschaft. Ich finde das immer so, das gehört nicht zu hier oder jemand anderes zu reden. Das ist so. Dass ich glaube, ja, darum. Kann ich nicht mehr sagen, tut mir leid. Wir haben auch kein großes Insiderwissen bekommen bisher, aber tatsächlich haben viele Spieler von selber erzählt, dass es halt da einfach cool gewesen ist, ne? Dass es da einfach spaßig gewesen ist. Und vor allen Dingen, das hat ja Nikola Jakobsen bei uns ein bisschen eingeführt, ein Tag wird gesoffen. Auch wenn wir auch schon gehört haben, dass Nikola Jakobsen dann aber auch derjenige gewesen ist, der am nächsten Tag nach dem Testspiel rumgeflucht hat, warum da alle schlecht gespielt haben. Aber so ist es halt. Also Trainingslager bei den Löwen ist auf jeden Fall ein Positivpunkt, oder? Ja, ja, ich habe auch diese Stories gehört, dass ja, einen Tag müssen sie alles dort richtig machen und am nächsten Tag, ja, haben sie... Nikola Jakobsen war doch mal ein anderer Typ Trainer. Ja, aber ja, das Vorbereitung muss das sein, das ein bisschen harter und ja, mit Training und beide Seiten muss das ein bisschen hart sein. Kommen wir zum Sportlichen. Wie zufrieden bist du denn mit der bisherigen Saison, mit deiner ersten bei den Löwen? Ja, natürlich kann besser sein, wie auch gestern. Dass, solche Spiele müssen wir gewinnen und für mich war auch das Hannover-Spiel, wenn ich dort auch komme, dass dieses Spiel verloren haben. Ja, Leipzig war ganz früh, das haben wir, ja, Zusammenarbeit war nicht so gut, aber ja, zufrieden kann ich nicht sein, dass diese 3 Niederlage, was ich eben gerade gezählt, ein bisschen zu viel. Ich finde, 1 ist okay, aber 3-mal zu verlieren ist ein bisschen viel und das ist natürlich schade, dass, aber das gehört zum Sport und das müssen wir umgehen, müssen wir jetzt besser machen und ja, nächstes Mal das Spiel gewinnen. Wie aber vorher gesagt, das meine Ziel ist das jetzt. Mhm. Musst du nicht andere Ziele, kannst du nicht machen jetzt. Glaubst du, dass ich das noch ein bisschen finden muss auch? Ich meine, wir haben echt viele Spieler bekommen, die ja auch für die Starting Seven quasi schon Thema waren. Also nicht nur du, sondern auch Albin kriegt super viele Spielanteile, Lukas Nilsson. Trotzdem sind das neue Leute. Machen wir uns nichts vor, Martin Schwalb ist für uns auch ein nagelneuer Trainer für diese Saison, weil letzte Saison hat er nicht viel machen können aufgrund von Corona. Glaubst du, das muss sich alles noch ein bisschen finden? Ja, sicher, wie gestern gesehen hast, dann alles funktioniert nicht 100%. Das in Deckung oder Angriff, wir haben manchmal Probleme mit, wir wissen nicht, wo deine Mannschaftskollegen ist oder was er macht und so. Natürlich, das fehlt manchmal. Natürlich hat es gerade auch diese WM-Pause hat auch nicht so viel geholfen, dass Andy musste auch Ende dort gehen und so. Das hat auch unser Angriffsspiel fehlt natürlich darum. Ja, klar, ich glaube, wir die ganze Zeit zusammengespielt haben und keine neuen Spieler gehabt, sie haben natürlich das besser, das Zusammenspiel. Und bei uns ist, ich finde, das ist gut. Aber natürlich kann besser sein, dass du blind weißt, wo jemand ist oder in Deckung, du weißt, dass er geht raus und du musst voll Kreis nehmen und diese Sache passiert oft, dass wir Fehler machen und ja, ich glaube, das muss mit Zeit und mehr zusammen Training und Reden, kann das immer besser gehen. Aber dir persönlich passt das Schwalbe-System ja eigentlich ganz gut, oder? Du hast ziemlich viel Einsatzzeit. Spielst eine tragende Rolle im Innenblock, auf halb links, teilweise sogar auch auf Mitte, um Andy Schmid zu entlasten. Hattest du damit gerechnet, dass es für dich bei den Löwen direkt so gut läuft?
Ja, gut, ich bin immer unzufrieden, was ich mache. Das, wie auch gestern, ich finde nicht, dass ich habe viele Fehler in Deckung gemacht und ja, passiert Fehler, dass jeder macht Fehler im Spiel. Du kannst nicht alles richtig machen. Natürlich freut mich dieses Spiel, seit was sie hier bekommen. Das, ich habe nicht gewartet, das muss ich zugeben. Ja, vorne habe ich nicht so viel gespielt, muss ich ehrlich sagen, aber wir haben auch Lukas, Roman. Dann hast du auch Konkurrenz ganz hart dort, das musst du auch so sagen, dass sie beide sind so ein starken Angriff. Und, ja, und bei meinem Angriffsspiel ist auch mehr mit Kreis zu spielen und hier machen wir das wenig. So bei mir hat so Angriff ein bisschen mehr, was haben wir vorher in Hannover gespielt mit Kreis, das hat mich ganz gut gepasst und das hat mehr Spaß gemacht. Das, ich finde immer so 2 gegen 2 ist besser als 1 gegen 1. So, ich bin nicht so schnell mit Beinen, muss ich ehrlich sagen. Aber du giltst ja als Allzweckwaffe quasi in allen Phasen des Spiels, vor allem auch in der zweiten Welle glänzt du mit Übersicht. Wie hast du dir diese Qualität angeeignet? Weil es herrschte bei dir ja auch lange die Tendenz, dass du eher ein Spezialist bist. Ja, jetzt mit Kreisspiel hat das gekommen, dass ich hatte Schulter-OP. Nachher das musstest du deine Spielweise ändern. Das, vorher, ich musste sagen, ich habe jedes Spiel mindestens 20 Würfe genommen und jetzt ist es gut, wenn ich 2 Würfe habe pro Spiel. Und mit dieser Schulterverletzung hast du ein bisschen mehr Spielfeld starten zu gucken und andere Spieler gesucht. Und ja, das war eine andere Möglichkeiten und auch mit Deckung, darum, wenn du nicht so Rückraum links ist meistens Shooter und wenn du nicht so viel Wurfkraft hast, dann musst du auch ein bisschen mehr in Deckung arbeiten und muss ich auch ehrlich sagen, diese Deckungarbeit macht auch Spaß, dass du kannst dort ein bisschen Leute hauen und so aggressiv und so, das macht so ein, ich habe nichts gegenüber das, so sagen wir so. Wen haust du denn da am liebsten? Ich? Ja. Ja, ich bin... Gibt's du kannst das machen, aber ich mache das nicht. Ich bin ein netter Typ, weißt du. Das, darum, Deswegen wechseln die Leute in Rauenberg auch die Straßenseite. Ja, darum denken sie auch vielleicht Leute. Aber gibt es so jemanden in der Liga, mit dem du dich, jetzt natürlich nicht negativ oder so, aber mit dem du dich gerne duellierst, wo du sagst, das sind immer harte, faire, aber harte Duelle? Gibt es da so den einen Spieler, wo man sagt, boah, wenn ich gegen den spiele, dann bin ich immer noch mal extra motiviert? Ja, nein, ich sage, ich bin auch schon 10 Jahre in der Bundesliga, jetzt mein 10. Jahr. Ja, gibt es nicht solche Spieler, du hast immer... bei mir ist meistens, wenn ich eine bekomme, dann willst du unbedingt zurückgeben und das ist... dann hast du nur... Ich vergesse nach dem Spiel meistens Sachen, auch nach dem... wenn ich Training eine bekomme oder so, dann nach dem Training ist alles gut. Darum bei mir ist dieser Hass bleibt nicht so lange oder diese Hass ist vielleicht auch ein falsches Wort. Ich meine diese, wenn du gut sauer bist und so, das geht ganz schnell vorbei und darum gibt es auch nicht solche Spieler. Darum du hast, wenn du einen auch bekommst, dann niemand macht das absichtlich und so und darum, das gehört in dieses Spiel dazu, dass manchmal jemand ein bisschen mehr aggressiver oder ein bisschen harter dich reinkommt und das musst du akzeptieren und dann musst du sagen, okay, ich gehe nächstes Mal nochmal und ja, ist so. Patrick Grützki hatte ja in der letzten Folge uns ans Herz gelegt, wir sollten Michael Müller mal anfragen für den Podcast, weil der ist ja, glaube ich, schon so einer, der so ein, mit dem man so eine Hassliebe haben konnte. Weißt du, wie ich meine? Dass man natürlich den als Gegenspieler auch nicht wirklich gerne gehabt hat. Wer von den Löwen war denn immer einer, wo du gesagt hast, boah, gegen den wollte ich eigentlich nicht unbedingt spielen, weil er vielleicht auch unbequem war? Ja, wer jetzt weggegangen ist, so. Ich finde, Lexi war immer, wenn du Halbposition, er hat gegen dich immer gespielt, wenn er in 10, 11 Meter gekommen und wie ja, so ein kleiner Hund, nimmer beißt dich ganze Zeit und nervt, das war natürlich nicht schön, sage ich mir so. Das hat natürlich genervt und so, aber das gehört dazu. Und ja, ich glaube, du hast meistens diese Seite gespielt, so ja, mit Lexi war meistens so, wer
Ja, er war richtig gut in Deckung, das musst du zugeben. Und wenn jemand gut ist, das nervt dich auch. Ist echt schade, dass er jetzt dann nach Flensburg gewechselt ist. Du hast ja auch angedeutet, dass ihr auch persönlich euch gut miteinander verstanden habt. Ja, das ist so. Aber das ist bei Sport gehört das so. Das muss, wenn du so 10 Jahre auf Bundesliga, das siehst du, dass so geht das manchmal und musst du akzeptieren. Ja, 2008 Junioren-Europameisterschaft steht hier auf meinem Zettel. Was kannst du uns davon erzählen? Ja, mein Jahrgang war ganz gut. Wir waren immer EM oder WM dabei. Hat viel Spaß gemacht. Ja, ich war auch, ich glaube, oft Torschützkönig. Wie gesagt, früher war ich habe pro Spiel mindestens 20 Würfe genommen. So. Oft war 10 Stücken drin, so war nicht schlecht, so jedes Spiel 10 Tore haben und am Ende war es doch dort oben gesteht. Ja, das für unser kleines Land war das natürlich Highlights, dass ich dürfte WM oder EM dabei sein. Natürlich, das war nur Junior und so, aber hat natürlich Spaß gemacht und das war auch gute Trips für uns, so sagen wir das. Wir haben wenn du ein kleines Land bist, dann hast du viele Leute in deinem eigenen Verein und dann hast du auch viel Spaß gehabt in diese 2-3 Wochen da. Von 2006 bis 2011 bist du 6-mal in Folge Handballer des Jahres in Estland geworden. Das erste Mal mit 18 Jahren. Wie groß ist die Konkurrenz? Damals waren nicht so viele Leute in Ausland und so. Jetzt haben wir schon bisschen mehr und kommt auch 2-3 gute junge Leute dazu. Sie machen das ganz gut. Sie sind natürlich noch nicht in beste Ligen und so. Denner Janima war in Kiel, Hamburg und so, Melsungen. Mhm. Jetzt ist er in Moskau. Ja, wir haben Konkurrenz, aber natürlich, wenn du in Deutschland oder alle anderen Handballländer guckst, dann war das natürlich nicht so große Konkurrent. Was sind denn die Nationalsportarten in Estland? Ich hätte ja jetzt so ein bisschen auf Wintersport getippt. Ja, früher war so Langlauf war ganz oben früher, muss ich sagen. Jetzt wir hatten so ein bisschen Pech mit Doping jetzt gerade in dieser Austria, diese Sache hat viel jetzt rausgekommen. Und, wie kann man denn Pech mit Doping haben? Weil ja, sage ich ehrlich, jeder nimmt das so in dort so ist. Ja, nein, hat ein bisschen das, Pech, die haben uns erwischt oder wie? Ja, ich können wir auch so sagen. Okay, ja, nein. Okay. Nein, ja, ich habe dich schon, alles gut. Jetzt nicht Wort zu Wort nehmen, was ich sage. Das, nein, ich rede auch manchmal ein bisschen Quatsch und so. Aber ich finde immer, bei Ballsporten ist immer Basketball ganz oben. Das, ich gucke auch selber und ich habe auch früher selber gespielt. Dann kommt natürlich Fußball. Das ist wie überall, das kommst du nicht rum. Und ja, Volleyball hat auch jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal EM dabei. Und dann erst Handball, so. Darum, ja, sagen wir so, dass gerade ist Basketball oder wie sagt das in Rally FRC oder wie heißt das? So Car Racing, ich weiß nicht, wie sagt das? Ach so, das? Ja, Rally, so Auto, also Rally Dakar und sowas, sowas in die Richtung, Paris Dakar Rally oder welche Autos, welches Autorennen schaust du? Nein, das ist popular da, ich sage diese WRC. WRC. Okay. Das ist okay. So, gerade was ist ganz popular. Okay, guckst du das dann auch selber? Wenig, darum. Aber zum Handball bist du gekommen, weil dein Vater ja auch ein überragender Handballer war, oder? Ja, er hat 10 Jahre in Schweden gespielt, natürlich zweite Liga. Musste auch arbeiten. Aber natürlich, er war mein großes Vorbild, wenn ich jung war und ja. Und ich komme aus Stadt in Pölva. Ich glaube, mindestens 2/3 haben Handball gespielt in Schule oder irgendwas so. Darum könntest du nicht vorbeikommen. Du musstest du irgendwann Handball spielen und hat immer Spaß gemacht. Und darum, wenn dein Vater spielt, dann hat meine Schwester noch Handball gestartet. Darum hat so geblieben, dass auch selber
Aber Basketball wäre jetzt nie ein Thema gewesen? Dann gäbe es vielleicht jetzt zwei berühmte Bart-Basketballer aus Estland. Ja, Basketball, ich hatte die Möglichkeit, in Schule gehen, so Basketball-Schule. Aber dann musste ich Handball Nein sagen und das hat mich ein bisschen weggemacht. Und dann erste Jahre habe ich nur Street-Basketball im Sommer gespielt, wenn ich frei hatte. Und jetzt ist ein bisschen längere Pause, darum ich hatte auch ein bisschen Pech mit Verletzungen immer im Sommer und dann hast du keine Zeit zu spielen so hart. Aber das macht immer Spaß. So manchmal, wenn ich jetzt hier komme, dann ich mache auch Basketballkorbe unten und werfe ein bisschen und darum ich würde gerne nochmal ein bisschen Basketball spielen und ich hoffe irgendwann auch ein bisschen Street-Basketball ist ein bisschen mehr Spaß gerade dann in Halle. Darum dort kannst du ein bisschen harter spielen, das ist nicht so schnell diese Fouls. Du schaust aber auch sehr, sehr viel NBA, habe ich mir sagen lassen, oder? Ja, bin mehr Playoffs-Mensch. Wenn Playoffs losgehen, dann gucke ich das. Aber jetzt, meine kleine Miko ist auch ganz früh morgens wach. Dann gucke ich auch oft zweite Halbzeit, was ein Spiel, was war in der Zone. Darum bin ich auch jetzt ein bisschen dabei. Natürlich guckst du auch alle Results und so, wer hat wie viele Punkte und wer hat gut gespielt und so. Aber so alle Spiele und so, der NBA-Pass habe ich gerade nicht. So, ich bin mehr Playoff-Gucker. Was ist denn eigentlich aus den großen Chicago Bulls geworden? Ich habe mir sagen lassen, du bist ein riesiger Jordan-Fan. Ja, das bin ich. Jordan ist, wer hat das gesagt? Ich glaube. Ja, wir sind gut informiert, meint. Wir sind sehr gut informiert. Wer gibt denn euch diese Info? Tja, die beste Podcast-Redaktion Deutschlands haben wir. Ja, das ist immer dieser große Topic, Jordan gegen LeBron. Und ja, ich bin deutlich Jordan-Fan und darum auch, wenn jemand spielt oder LeBron verliert oder so, dann bin ich ganz schnell im Training, wer sagt über irgendwas. Ich glaube darum, wenn schon Leute jetzt irgendwas hier gesagt, das hat so ein Hannover war so und hier ist auch das so. Ja, es ist immer schwer zu messen, wer war größer oder wer nicht. Und aber ich finde, das ist eine ganz gute Diskussion in der Kabine manchmal zu haben. Dann hast du The Last Dance bei Netflix auch aufgesogen, aufgefressen und in einer Nacht durchgeguckt. Nein, gerade mit kleiner Miko ist ein bisschen schwer, das ganze Episode direkt durchgucken. Und das hat so eine Woche gedauert, wann das geguckt habe, Ende. Aber deine Spielweise, ne? Also so das Tippen des Balls, die raumgreifenden Schritte, die Spielübersicht, das erinnert aber nicht zufällig auch so ein bisschen an die Einserposition im Basketball, oder? An den Playmaker. Ja, das hat Hannover, haben sich auch viele Leute gesagt, dass was ich mache dort, ist, sieht mehr so Basketball aus, dann Handball-Movements. Und ja, sicher, Basketball hat das ein bisschen gebracht, auch dass diese Tippen und diese Ruhe. Und früher habe ich nicht so gespielt, aber ja, nachdem dieses Ultra-OP musstest du irgendwann ein bisschen anderes spielen und du musst auch irgendwas Besonderes machen und was alle andere oder Besonderes nicht. Du musst irgendwas gut können und das habe ich ein bisschen mehr probiert mit Kreis zu spielen oder ein bisschen Überblick zu üben und ja, gut, dass Leute sehen, dass ich das okay kann. Na klar. Andy Schmid ist doch auch, ist der nicht auch so ein brutaler Jordan-Fan? Ich sage, in Kabine hat nicht so viel geredet, so ich weiß nicht, aber. wie hältst du dich denn dann eigentlich wach, wenn du dir die Spiele anschaust? Ich meine, jetzt auch in der Zeit, ohne dass ein kleines Kind dich wach hält. Gibt's da, also ich als alter NFL-Hase brauche da natürlich keine Tipps. Ich gucke die ganze Nacht dann so oder so durch und habe da so meine Sachen, womit ich mich wach halte. Aber wie machst du's? Ja, wie gesagt, das ist erst in Playoffs. Und das ist meistens in okay, dieses Jahr war es später. Das Glück war Corona-Seiten, dann hat es ein bisschen einfach so wach bleiben. Dann könntest du tags schlafen oder so, war kein Problem. Ja, ich gucke nicht jedes Spiel. So Wochenende-Spiele ist natürlich einfacher zu wachhalten, wenn du nicht nächsten Tag spielst. Aber wenn du natürlich Spiel hast, dann
kannst du das nicht machen. Dann musst du das aufnehmen und dann nächsten Tag gucken oder nach dem Spiel gucken erst. Dann meistens hast du sonntags 1 oder 4 Uhr Spiel und nachher das kannst du das gucken. Darum ist das kein Problem. Aber ja, meistens, ja, jetzt machst du so, dass ich muss so 19 Uhr schlafen und dann bist du so 4-5 wach und dann meistens hast du dann Topspiele. Du gehst um 19 Uhr schlafen? 10 Uhr. Nein, nein, 19 Uhr ist nicht. Jetzt. Nein, 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 dann komme ich jetzt zum Training zu Hause. Ich habe kurz gedacht, der Mann geht mit kurzer Hose und Kaffee mit seinem gefährlichen Hund raus, geht um 19 nein, nein, Uhr schlafen. Nein. Spannend. Nein, nein, nein. Schön, dass so du, verrückt bin ich auch nicht. Ach ja, wir haben eine kleine Unterkategorie in diesem Podcast. Welche sind deine drei Lieblingssportteams, die Rhein-Neckar-Löwen ausgenommen? Sportteams? Kann auch so. Ja. Ja, okay. Egal welche Sportart. Ja, Manchester United ist sicher. Okay. Dann meine alte Handballverein, Pulver Serviti. Das ist meine Heimat. Mhm. Das musst du immer dabei sein. Ja, dritte ist ein bisschen schwer, darum meistens bin ich so mehr Sportler-Fans und wenn jemand wechselt Mannschaft und so, dann bist du, gehst du mit und so. Und, oder wie Ole Einar Bjørndalen war ich großer Fan oder Roger Federer und so, darum so Sportvereine hast du nicht mehr. Das ist so, zwei hast du so immer und alle anderen ist so, ich mag wie Kevin Durant spielt oder irgendwas so, dann jetzt gerade Brooklyn Nets gucke ich oft an und so. Und darum, so dritte muss ich, ja, tut mir leid, kann gerade nicht so richtig sagen. Nicht so schlimm. Aber Roger Federer genannt, das ist der zweiterfolgreichste Schweizer Profisportler nach Andy Schmid. Ja, ich meine, Andy will sich ja freuen, dass ich Ehrenname auch meine, sage. Ich habe Andi mal gefragt, ob er Roger Federer kennt und Andi hat mich gefragt, was ich eigentlich denke, wie groß die Schweiz ist und ob ich denken würde, jeder Schweizer würde jeden anderen Schweizer kennen und ich habe dann so getan, als würde ich das nicht denken. Aber wie gesagt, das sind zwei wichtige Sportler in der Schweiz, so, ich habe auch gedacht, sie kennen gut. Absolut, da kommen wir nämlich jetzt zu. Schaffhausen war ja deine erste Auslandsstation, da hast du 3 Jahre gespielt. War überhaupt noch jemand da? Ihr wart ja jetzt ein paar Tage in Schaffhausen, habt innerhalb von 2 Tagen 2-mal gegen die Mannschaft gespielt. War da noch jemand da von damals? Kanntest du noch jemanden? Keine Spieler waren mehr da. Und nur dieser Sportchef David Graubner war da, mit ihm haben wir zusammen gespielt. Auch wir waren beim oder wir haben gut klargekommen und Freunde geblieben und so. Mit ihm haben wir auch vor dem und nach dem Spiel länger geredet und so. Okay. Aber alle anderen haben ja schon fertig oder spielen sie nicht mehr. Das, in Schweiz ist auch Handball, okay, vielleicht jetzt ist es ein bisschen populär, jetzt ein bisschen WM oder so, aber damals, wenn ich da war, war das nicht so populär und viele Leute haben mehr in Studieren. Mehr studieren gegangen und so, wann sagen wir so, nachdem wann ich weggegangen bin, dann 2-3 Jahre später habe ich auch Schluss mit Handball gemacht und darum jetzt ist ein bisschen jüngere Leute alle da. Aber wie waren diese 3 Jahre für dich? Ich meine, das war das dann erste Mal fern der Heimat, du warst gerade mal 20 Jahre alt. Was hast du damals auch über dich selbst gelernt? Ja, dass ich mit Kochen, ich war nicht so gut gefreundet, muss ich ehrlich sagen. Das war viele fertige Sachen, was ich erst gemacht, muss ich ehrlich sagen. Schweiz ist auch nicht so billig mit Bestellungen und so, wenn du da bist und wenn du aus Estland kommst, dann denkst du, okay, ich habe mein Mittagessen mit 3-4 Euro bekommen und dort musst du 20 Franken bezahlen. Ja, sagen wir so, erste Jahr war schwer, du hast alles... ja, jung weggegangen aus deiner Heimat, du hattest keine Freunde, Familie war nicht da, wenn du irgendwas brauchst. Oft hattest du Wochenende frei oder so, das wusstest du nicht, was zu tun und so. Und ich habe oft, wenn Wochenende frei, ich habe, glaube 500-600 Franken ausgegeben, dass ich nur zu Estland komme oder so, dass ich einmal meine Freunde sehe und so, das hat oft passiert. Oder ich habe auch zweimal Manchester geflogen, dass ich Manchester United gucken gegangen bin oder so, dass ich brauchte unbedingt irgendwas zu tun. Aber zweite, dritte Jahr habe ich ein bisschen mehrere Leute kennengelernt und ich könnte auch dann ein bisschen
Deutsch zu reden. Erstes Jahr, ich hatte nur mit Englisch und wenn du einkaufen oder irgendwo gehst, dort waren nicht so viele Leute, wir könnten Englisch reden. Das war unser Trainer auch könnte nicht. Und das hat so, musstest du ein bisschen Deutsch lernen und dann, wenn du Deutsch könntest, ein bisschen, oder handballmäßig, ich war ganz okay, so normales Leben, ja, war nicht so gut Deutsch. Aber dann könnte ich auch ein bisschen rausgehen und mit Leuten reden und hat auch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das zweite, dritte Jahr war schon, muss ich sagen, cool da, dass, mit dieser Mannschaft zu trainieren und was wir nach dem Spiel oder vor dem Spiel, wir haben getroffen und wir haben immer irgendwas gemacht und das hat Spaß gemacht. Das war so ein, wenn ich zurückdenke, war so coole Zeiten. Vergesse ich nie. Aber hattest du damals dann schon die Überlegung, dass du mal in der Bundesliga spielen willst? War das dein großes Ziel? Ja, das ist klar. Ich glaube, jeder, wer Kind ist oder jeder will in der Bundesliga spielen. Du weißt, das ist die beste Liga. Du hast immer volle Hallen und so. Das macht nur Spaß zu spielen hier. Und wenn du ein kleines Kind, dann. Ja, natürlich. Ich glaube, jeder wünscht das. Und darum natürlich, wenn dann ein Angebot irgendwo kommst, dann willst du auch kommen hier und spielen hier. 2011 hat sich das dann für dich erfüllt. Du bist nach Lemgo gewechselt, allerdings nicht lange. Im April 12 wurde dann der Vertrag mit dir aufgelöst. Du warst dann in Katar bei Al-Sadd Doha, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland ging. Kannst du uns erklären, wie kam das dann zustande? Also das ist ja jetzt auch kein gerader Weg. Ja, das war so, dass in Lemgo wir hatten ein bisschen, ja, ich habe nicht so voll gefühlt und so. Und dann haben wir beiderseitig entschieden, das Vertrag zu auflösen. Aber dann habe ich natürlich vorher schon mit Hannover geredet, mit Benjamin Saturn und Christopher Nordmeier war Trainer damals da. Und dann habe ich gesagt, sie sind interessiert, dass ich da komme. Und ja, ich habe gesagt, okay, ich finde das gut. Ich habe gedacht, dass sie haben Potenzial, oben so mitzuspielen. Ich habe die Mannschaft gut gefunden und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Und dann, ich wollte nur Sommer, aber ich wollte nicht so früh Vertrag aus Lemgo auslösen. Aber dann, mein Manager hat gesagt, oh, willst du auch vielleicht einen Monat in Katar spielen? Ich sagte, oh ja, irgendwas neues Erlebnis, warum nicht? Und dann haben wir mit Lemgo geredet und wir haben gesagt, okay, dann lösen wir diesen Vertrag aus. Und dann gleiche Tag, wann ich das unterschreibe, ich hatte einen Zurflug in Frankfurt zu Doha. So, das hat ganz schnell alles gegangen. Und ja, dann war es ja, mit Katar, ja, das war ein bisschen andere Seite dort. Das, solche Ruhe, Leute und was dort passiert, das war schon einmalig und ja, gute Experience oder so, sagen wir so, hast du viel, ja, viel nicht gelernt, aber sagen wir, hast du viel gesehen, was passiert, auch andere Länder. Aber wie war das so für dich, das Leben in Katar? Also ich meine, als Handballer kennt man dich da ja nicht. Also das ist ja anders als in Deutschland. Ja, für mich war das schon, erste Woche war natürlich schön, Sonne, Pool, nur abends 4 Uhr Training. Alles cool, hattest du, ja, meistens Donnerstag hattest du Spiel und so. Aber ich bin auch Mensch, wer braucht, ja, wie jetzt mit Hund spazieren gehen oder Restaurants mit Freunden treffen und so. Und dort hast du diese Möglichkeiten nicht. Du könntest, ich war ein, zweimal mit Jetski im Meer fahren gegangen und so, aber das kannst du auch nicht jeden Tag machen. Und irgendwann war ein bisschen so langweilig und auch wie Leute in Training kommen, dass ja, okay, 4 Uhr ist Training, aber oft kommen Leute halb 5 und das war nicht so richtig, keine Regel und so, das hasse ich. Wenn du sagst, dann, ich finde, dann musst du auch da sein und diese Leute waren immer so, ach, kein Stress, wir machen das und so und das hat ein bisschen so, ja, für mich ist das nicht so, sagen wir, ich bin mehr so, ich bin auch lockerer Typ, aber Regeln muss sein, das, ich finde, das ist immer wichtig. Wenn nicht gibt's das, dann ist immer Stress und das will ich nicht. Das ist krass, das hört sich an wie bei meinem Dorffußballverein, wo ich in der Alten Herren Fußball spiele. Wenn wir um 19 Uhr anfangen wollen zu trainieren, dann kommen um 19.15 Uhr, in welcher Mannschaft spiele ich? Ja. Das ist, ich mag das auch überhaupt nicht. Ich bin da auch ähnlich wie du, auch eher auf Pünktlichkeit getrimmt. Ja, oft war auch, oder
zwei, dreimal war so einer, hat gekommen, 30 Minuten vor dem Schluss. Abends 4 Uhr war Training, aber alle fragen, warum bist du so spät hier? Oh ja, ich habe gerade geschlafen und so. Ich sage, was? Höre ich richtig oder was? Und darum habe ich gedacht, dass, wo bin ich und so alles. Wie würde aber Martin Schwalb darauf reagieren, wenn du eine halbe Stunde vor Trainingsende in die Halle kommst und sagst, oh Schwalbe, ich habe leider verschlafen. Ja, und das war nachmittags. Eieiei. Ja, das war ein bisschen andere Seite. Ich glaube, dort, das ist, das, dort gehört das so. Ich glaube, das sind ein bisschen so lockere Menschen. Und ja, das war auch 2012 oder 11? 11. Ja, und darum, ich finde, dass hat, ich glaube, auch jetzt Ende besser gegangen, nachdem wann sie haben diese WM gemacht und das, genau, sicher haben sie auch das alles besser gemacht und viel professional dann damals. Aber nach diesen Turbulenzen hast du dich offenbar ein bisschen nach Stabilität gesehnt oder wie erklärst du dir, dass du danach 8 Jahre bei Hannover Burgdorf warst? Ich habe dort voll gefühlt. Wenn du voll fühlst, kannst du auch immer länger bleiben, oder? Absolut, wenn man sich irgendwo wohl fühlt. Das haben wir bei uns ja auch ein paar Mal erlebt. Ja, ich finde, ja, wir hatten eine gute Mannschaft. Wir haben erstes Jahr direkt 6. Platz. Wir haben EHF könnten wir spielen. Das hat alles Spaß gemacht. Stadt, ich habe immer gut gefunden, war so ein bisschen, ja, ist schon Großstadt, sagen sie, aber das ist auch nicht so groß. Du kennst jede Ecke dort und du hast auch viel Grünes und hast auch eine kleine See und so. Darum, für mich hat das gepasst, so ganz diese Zusammenpaket dort, was dort war und so. Und ich wusste, dass sie wollen auch ein bisschen bessere Mannschaft machen und so. Sie haben, wir hatten coole Leute in Mannschaft, wir hatten immer Spaß. Und das für mich ist immer wichtig, wenn auch so bei nach dem Training oder so Leute zusammentreffen und wir haben oft irgendwo Restaurants gehen oder irgendwas Bier trinken oder irgendwas, so keine Ahnung, so irgendwas Mannschaftabend gehabt und so. Und das, wo, dann hast du auch wohlgewühlt und das, ich finde, gehört Sport dazu, dass öfter auch zusammen mit Mannschaft irgendwas zu machen. Und dort war das ganz cool, erste Jahre, wann ich da war. Die Entwicklung des Clubs von außen betrachtet, meiner Meinung nach einer der spannendsten der Bundesliga, die es in den letzten vergangenen Jahren gab. Ihr wart mehrmals beim Final Four, habt natürlich auch schlechte Spielzeiten erlebt, aber dann ging es sogar in den Europapokal für Hannover Burgdorf. Wie hast du sportlich diese Jahre erlebt oder welche Entwicklung hast du auch sportlich nochmal genommen? Ja, sicher habe ich auch weitergewickelt dort, dass Trainer hat mich vertraut und so, ich habe viel Angriff gespielt und so. Und sicher habe ich auch mein Deckungsspiel dort viel gebessert. So. Wir haben immer oder 3 verschiedene Trainer gehabt und so. Jeder hat eigene Ideen gehabt. Ja, ich glaube, die ganze Mannschaft hat auch oder der ganze Verein hat gut weitergewickelt. Wir haben erst in eine kleine Swiss Life Halle gespielt und dann haben wir in die Tui Arena gegangen, wo oft war 8.000, 9.000 Leute, wenn wir gegen größere Vereine gespielt haben und ausverkauft. Natürlich in Hannover bleibt immer Hannover 96 Fußballmannschaft, wer ist Nummer 1 und so. Aber letztes Jahr war auch die zweite Liga und viele Publikum-Fans haben bei unserem Spiel gekommen und du hast auch erste Jahre niemand kannte dich in Hannover und letzte Jahre oft in Straßen oder Einkaufen haben auch Leute mit dir geredet zu kommen und nicht so, sie kommen nicht irgendwas zu sagen, dass ja, warum hast du das so oder so gemacht im Spiel oder so, sie haben normal geredet oder irgendwas so, dass über, oh, wie geht's und so und das hat natürlich auch gut angefühlt und das hast du wie zu Hause gefühlt und dort habe ich auch natürlich meine Frau und Kind bekommen und alles, das bleiben bei einer zweiten Heimat oder so. Darum, ja, war schöne Seiten dort und ich glaube auch sportlich oder auf meine persönlich hat das gut gepasst. Das Schöne an Hannover fand ich, dass ihr einfach euren Job gemacht habt. Also, dass in Hannover einfach diese Weiterentwicklung vorangetrieben wurde, aber es wurde nicht so viel darüber geredet. Habt ihr das denn aber intern trotzdem anders gemacht? Also zum Beispiel wart ihr ja auch, ich glaube, vor 2 Jahren lange Tabellenführer. Ist das Thema Meisterschaft dann da überhaupt mal auch offen gemacht worden? Habt ihr da mal drüber gesprochen und habt gesagt, ja komm, wir wollen das Ding natürlich auch holen, weil mit Carlos Ortega
ist natürlich da ja auch ein Trainer gekommen, der ja auch auf einmal eine ganz andere Qualität nach Hannover gebracht hatte. Ja, er hat spanisches Style, können wir sagen, oder ich weiß nicht, wie du das sagst, dabei gebracht. Er war selber viel gute Vereine, hat selber gute Vereine gespielt. Natürlich, er hat nochmal weiter das Verein gebracht. Ja, wir waren Erste natürlich, aber wir waren auch realistisch, dass und unsere Kader hast du geguckt, dass wir haben nicht so gute Kader wie Löwen oder Kiel oder Flensburg hatte oder so. Dass, wir haben jedes Spiel genossen oder so, jede Minute genossen, wenn wir da vorne wie war. Das muss ich zugeben. Aber ja, wir wussten auch selber, dass irgendwann kommt das Moment, wann wir verlieren auch Spiele. Und ja, wir haben auch nicht so große Kader gehabt, dass wie hier oder so, du kannst immer Leute wechseln oder so. Wir hatten so 10 Leute, wir mussten immer durchspielen und irgendwann schaffst du auch nicht mehr oder ein, zwei Verletzungen kommt und dann geht das auch ein bisschen anders rum. Aber ja, natürlich war das schöne Seiten und schön vorne sein, aber wir haben nie so richtig gedacht, dass wir Meister kommen oder so. Natürlich haben wir gehofft, dass wir Europaplätze bleiben und so. Das war immer so. Wir haben nie Medien gesagt, wie du gesagt, wir haben nie irgendwas in Medien so gesagt, ja, dass genau. Wir wollen unbedingt Top 4 sein oder so, aber bei unserer Mannschaft war schon so, Leute, wir wollten in Europa spielen. Das war schon, alle wussten schon, okay, wir sagen das nicht raus, aber jeder wusste selber drin, dass okay, Europa ist unser Ziel und das haben jedes Jahr solche Ziele gemacht, so muss ich ehrlich sagen. Ica Romero war euer Co-Trainer, wird jetzt zum ersten Mal Cheftrainer und zwar bei der SG BBM Bietigheim. Wie siehst du diese Entwicklung von ihm? Ich glaube, er hat ganz viel bei Carlos gelernt und sie haben auch viel Video zusammen geguckt. Ich bin ganz sicher, wie viel Video wir haben geguckt, dass sie haben nie gehabt so viel Video. So, ich glaube, sie haben ja, er hat viel sicher bei Carlos gelernt und aber er hat schon in Hannover mit A-Jung und so ganz gut gemacht. Sie haben, er hat ganz viel rausgeholt in dieser Mannschaft. Ich weiß, ein Jahr haben sie keine Linkshänder gehabt und sie haben immer in, glaube ich, Halbfinale oder Viertelfinale gekommen. Und dann denkst du auch so, gerade in jetziger Zeit ohne Linkshänder spielen, ist schwer, so Spiele gewinnen, sagen wir so. Du musst so einen Linkshänder haben und er hat ganz viel Maximum dort rausgeholt und ich freue mich, dass er jetzt auch erster Trainer irgendwo ist. Und ich glaube, für Bietigheim, er würde ein ganz guter Trainer sein. Ich habe mit ihm gut immer verstanden. Wir haben immer gut geredet, wann irgendwas war. Wir haben ehrlich wie andere. Wir haben immer gesagt, was ich denke. Er hat immer zu mir gesagt, was er denkt. Und ich glaube, ja. Ich kann nicht über negativ über ihn sagen. Ich glaube, er würde das ganz gut dort machen und ich hoffe, dass er Bietigheim nochmal zurück zur Bundesliga bringt. 13 Jahre Profi-Handball stehen bei dir schon auf dem Zettel. Wer waren die Personen, die dich am meisten beeinflusst haben, die dir am meisten geholfen haben, von denen du am meisten lernen konntest? Ja, in Hannover sicher. Hast du viel Morten Olsen gelernt, den Mittelspieler, hast du mit ihm zusammen gespielt und er hat, ja, er ist ein bisschen Besonderes und er hat gute Ideen im Kopf und so. Er hat auch natürlich weiter gesagt, mit ihm, ich habe immer gut klargekommen. Ja, ich muss immer sagen, ich hatte immer gute Kreisläufer und so, dass Hannover, wir hatten immer so nicht dünneste Kreisläufer oder so, aber immer gut und ja, ich glaube viel so, ich habe ja, bei Morten Olsen und so gelernt und auch jetzt letzte Jahre mit Carlos, diese spanische Deckung, hast du auch natürlich nochmal irgendwas Neues gelernt, das hast du auch nie gesehen, wie diese spanische Deckung und alles funktioniert, das hat auch natürlich Spaß gemacht, wenn Nummer 2 immer rausgeht und du musst nur Kreis haben und Hände auch machen in 6 Meter. Das hat auch natürlich hat mir ganz gut gepasst.
Apropos, wir kommen zur vielleicht wichtigsten Unterkategorie bei Ein Team, ein Podcast und fragen dich, wer sind die besten drei Fußballer bei den Rhein-Neckar-Löwen? Boah, hier muss ich auch sagen, dass Qualität ist schon nicht gut. Oh, das hört der ein oder andere nicht so gerne, glaube ich. Aber, ich komme klar, glaub mir. Ja, aber es ist schon... ich glaube, Johnny gehört top. Er macht das ganz gut. Er hat ganz gutes Ballgefühl und er ist auch schnell. Ja, Lexi war auch gut, aber er ist jetzt weg. Er war auch ganz gutes Ballgefühl und so. Dritte ist schon schwer. Jetzt kann jemand beleidigt sein, wenn ich irgendwas sage. Ich bin gespannt. Oh, das macht. Jetzt muss ich ein bisschen denken. Oh. Es wird am Ende natürlich eine Statistik geben, in der die Stimmen so gewichtet werden, wie du sie jetzt sagst. Also 3, 2, 1, jetzt ein Punkt musst du noch vergeben praktisch. Ein Punkt muss ich geben, jemand. Ja, dann. Naja, drei Punkte gehen jetzt an Johnny, 2 an Lexi, wobei Lexi ja jetzt aktuell keiner mehr, aber der wird noch mit reinfließen, der ist öfters genannt worden, aber wer ist jetzt Platz 3? Ich würde Philipp einen Punkt geben, er ist richtig gut. Philipp Ahnso. Ja, er ist richtig gut im Fußball. Das ist gut. Der hat seine erste Stimme bekommen. Der hat tatsächlich, den hat noch keiner genannt. Ja, das du hast gezwinkert. Das hast du gedacht. Hab ich gerade gesehen, dass du gezwinkert hast. Ja, nee, ist klar. Ja, ich wollte auch diesen jungen Mann ein bisschen Freude machen, oder? Alle sagen immer, wie schlecht er ist. Ich wollte ein bisschen auch motivieren. Also es gibt ja tatsächlich einen, der wurde hier und da mal genannt, der würde sich selber sofort auf die Eins setzen, das ist Yannick Kohlbacher. Ja, er hat gute Technik, aber er läuft nicht so viel. Das finde ich immer... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der überhaupt irgendwas im Fußball gut kann. Eigentlich. Nein, er macht das. Er hat erste zwei, drei Schritte schnell, plus er hat gute Technik. Oder so Schusstechnik, so muss ich sagen. Das macht er gut. Wer ist der beste Super-Stickman-Golfspieler? Das haben wir jetzt in einer Woche gespielt. Also wir müssen erklären, es ist ein Smartphone-Spiel, das bei euch gerade offensichtlich gerade bei Auswärtsfahrten sehr angesagt ist. Ja, jetzt längere Reise kommt dann, aber wir müssen irgendwas Spiel finden und das haben wir jetzt gespielt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Vorsprung. Wir haben so ein Hannover, das 2 Jahre lang gespielt, so darum ich war Level 28 und alle anderen waren Level 1, so das ich glaube, ist ein bisschen unfair. Darum, da geht es auch um Golf oder was? Oder was? Ja, wer ist schnellste Golfball reinbringt in Loch. Nicht schlecht. Und das spielen jetzt einige bei euch, bei den Löwen. Ja, gerade ist nicht so viel. Jetzt ist 4, 5 Leute nur, aber okay. Wir bekommen mehrere Leute bald. Da bin ich. Du wirst noch mehrere Leute damit infizieren, mit Super Stickman Golf. Ja, das mache ich. Nächstes Mal können wir reden. Ich sage dann, halbe Mannschaft spielt mit. So, nächstes Jahr machen wir da ein Ranking. In unserem Podcast. Lieber Maitz, das war's schon. Vielen, vielen Dank. Danke. Patrick Grötzky hat nicht ganz recht behalten. 1 Stunde und 13. 13? So, ja, ist in Ordnung, oder? Ich finde auch nicht so viel. Ich weiß nicht, was er redet, aber... Also, aber ja. Es ist trotzdem eine stattliche Länge. Ich glaube, eine der lustigsten Folgen, die wir bisher hatten. Das muss ich dir als Kompliment mal rüberreichen. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viele Löwenfans auch. Danke für euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und diesmal kann ich euch gar nicht sagen, wer beim nächsten Mal zu Gast ist. Das werde ich wahrscheinlich gleich irgendwann mal gesteckt bekommen. Aber macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Ciao. Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.